Dann willkommen zurück zu Folge 25. Meine Fresse, 4 Folgen dann heute aufgenommen. Woher krieg ich einen harten Tropfen? Fred hat ein paar Schätzchen aus dem Keller. Da sind ein paar starke Sachen dabei. Weine von Magiern. Ganz übles Zeug. Und besorg dir ein paar Krüge normalen Wein. Damit versetzt du ihn schon mal in die richtige Stimmung. Dann zeig mal, was du hast. Okay, na, der hat mehr als genug Äpfel. Ich brauche noch Äpfel. Warte mal. Ankorb, handeln. Was 80 kostet? 10 Äpfel? Ich glaube, es hakt. Gut, wir brauchen ja nur. Auswählen, wir brauchen ja nur. Ein weniger. Was haben wir hier, was wir nicht mehr brauchen? Den scheiß Staubhaufen. Verkauft aber keine Sau. Irgendwo ein paar Knochen, die wir noch verticken können. Wir haben noch zigtausend Dietriche. Bolzen, wir brauchen keine Bolzen. Wir werden nie mit der Armbrust schießen. Ehre. Heldenkrone. Ja, die Frage, machen wir weiter. Pilze. Pilze kriegt er noch. Kraut, kommt Kraut, weg damit. So. Irgendwer wollte jetzt ausreichend ein Taylor oder so wollte da was haben. Wo ist der Taylor? Wo ist denn Fred eigentlich auch? Fred ist da hinten. Besorgt dir. Aber eigentlich habe ich genug Wein. Eigentlich. Wie viel brauche ich denn? Was heißt denn, wie viel Wein wir brauchen? Grundausbildung. Mörder von Bronklo austricksen. Wahrscheinlich bei Fred. So. Einen Freden haben wir. Wir brauchen jetzt den Taylor. Der wollte gegen ein bisschen Bares. Wollte der Schuhe putzen. Das Yoki. War das Taylor hier neben? Das ist Tucker. Ja, ich will nicht stärker werden, das sind wir eigentlich ausreichend. Was wir brauchen ist mehr Wein eigentlich für Bronco. Wo ist Taylor hin? Das ist unglaublich, dass die ständig abhauen. Ständig hauen diese Kiste, diese Viecher ab. Gut, dann schlafen wir bis nachts. Bis Mitternacht schlafen. Dann suchen wir halt einfach mal Taylor. Ich weiß, warum die erst zu Mitternacht erst schlafen gehen. Staub weg. Noch mehr Staub. Na, da gehen ja die ersten nicht schlafen. Okay. Pass auf, was du anfasst. Kasper. Mal hier. Rekrut. Ist da jemand? Was willst du hier? Fegen. Ich würde gerne eure Bude fegen. Bruno, Tucker.
Ash müsste jetzt auch gleich runterkommen. Das sind die beiden Rekruten. Ist da jemand? Hato. Taylor. Da ist Was Taylor. Was war das für ein Geräusch? 10 Äpfel geben. Hier, nimm die 10 Äpfel. Ast rein. Danke, Alter. Ab jetzt übernehme ich den Misthaufen. Jo, ist gut. Williamsbirne. Gut, 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 gut. Haben wir hier. Rekrut, einfache Ruhe. Da war doch nichts. Hier haben wir ein Bett. Ist da jemand? Kasper. Enzo. Was war das für ein Geräusch? Was habe ich da gehört? Das Dunkle, das nervt wie die Hölle. Aber sein Geldbeutel. Und seine Goldmünzen. Naja, nicht die feine englische Art. Was? Habe ich geschlafen? Die Ablösung habe ich dir besorgt. Ja, ich weiß, danke. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal volllaufen lassen. Harlock hat ein echt gutes Tröpfchen. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Gib mir eine Flasche. Na klar. Besorg dir erst mehr Gold. Ash. Hallo, Ash. Ich hörte, du treibst dich nachts auf dem Friedhof rum. Ja und? Und hast dich dort mit deinem Partner Hemla getroffen. Das ist nicht wahr. Ich hatte dort eine Prüfung zu erledigen. Anstatt mich zu belästigen, solltest du dir mal Taylor vornehmen. Der hatte doch ständig Streit mit Hemla. So, jetzt unterhalten wir beide uns mal. Was willst du? Ich hab dir nichts zu sagen. Ich weiß, dass du Hemla das Kraut besorgt hast. Das ist nicht wahr. Du bist der einzige Novize, der Zugang zum oberen Bereich der Festung und zum Friedhof hat. Ha, na und? Was soll das beweisen? Komm schon, du wurdest gesehen. Sag mir die Wahrheit oder ich prügle sie aus dir heraus. Probier's doch. Jetzt wird sich zeigen, ob du so weit bist. Was zum Teufel machst du da? Ja. Was soll das? Ja. Ja. Scheiße. Ja. Der Kerl hat's tatsächlich geschafft. Fünf. Ich trau dir nicht. Ich werde dich im Auge behalten. Was willst du hier? Sagst du mir jetzt, was du weißt? Also gut. Ja, ich habe Hemla das Zeug beschafft. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Aber du weißt etwas darüber. Na schön. Hemla hat gesagt, dass er bedroht wird. Irgendwer hatte was gegen seine Geschäfte. Hast du eine Ahnung, wer ihn bedroht hat? Nein, Mann. Und ich will es auch gar nicht wissen. Komm schon, gib mir irgendeinen Hinweis. Du willst wissen, wer Hemla getötet hat? Du willst das wirklich rausfinden? Klar. Dann verkauf du doch das Braukraut. Ich bin mir sicher, wer auch immer Hemla auf dem Gewissen hat, er wird irgendwann auch zu dir kommen. Hm, hört sich nach einer gefährlichen Methode an. Gut, gib mir dein Kraut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Zeug mal freiwillig abgebe. Also pass auf, hier ist das Paket. Da sind noch 10 Stängel drin. Verteile davon so viel, dass der Mörder es mitkriegt und glaubt, dass du der neue Händler bist. Ach, noch eine Sache. Hemla hat die Dinger für 50 Gold verkauft. Wenn du sie loswerden willst, solltest du bei dem Preis bleiben. Willst du einen Stängelbrauker haben? Hey, mir brauchst du das Zeug nicht annehmen. Ich hab die Schnauze voll davon. Was mache ich, wenn die Stängel verteilt sind? Den Köder spielen. Der Mörder wird sicher nur den richtigen Zeitpunkt abwarten, um zuzuschlagen. Er wird dich nur angreifen, wenn er sich sicher fühlt und niemand ihn stört. So wie bei Hemla. Ja, aber du wirst ihn erwarten. Gib ihm eine Gelegenheit und er wird zuschlagen. Geh schlafen oder nimm ein ausgiebiges Bad. Auf so einen Moment wird der Mörder warten. Willst du Brauke? Hast du was?
Nach der Sache mit Hemmler habe ich schon befürchtet, ich kriege hier nie mehr was zu rauchen. Hier, beste Ware. Weißt du, ich weiß gar nicht, was besser ist. Rauchen beides oder gleichzeitig. Trinken? Gleichzeitig. Ich mache beides. Ja, richtig so. Gib mir eine Flasche. Na klar. Gib mir eine Flasche. Na klar. Gib mir eine Flasche. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug Flaschen Wein. So. Bruno. Nicht mal in Ruhe schlafen kann man. Willst du einen Stängel, Brauke? Trägt Meister Pallas eine Unterhose? Klar will ich. Gut, hätten wir das. Was ist los? Okay. Brauchst du was zu rauchen? Eine geistige Vorbereitung auf bevorstehende Kämpfe. Warum nicht? Gib mir einen Stängel. Das ist ja meine Bude. Ist da jemand? Frag jemand anderen. Mach was anderes. Kato. Hey, ich verkaufe Brauke. Hast du Interesse? Wie kommt so eine Wurst wie du an so ein Zeug wie Brauke? Willst du was kaufen oder nicht? Ich könnte dir auch das Zeug einfach abnehmen. Ich könnte dir auch einfach die Zähne rausschlagen. Nein, nicht jetzt. Weißt du was? Ich bezahle dein Braukraut. Aber wehe, es ist nicht gut. Es ist gut, es ist das Beste. Ich bin der beste Dealer. Ist da jemand? Taylor? Was gibt's denn so Wichtiges? Willst du einen Stängel, Brauke? Du handelst jetzt mit Kraut, hä? Na schön, dann gib mir einen. Wie viel kriegst du? Für dich 100 Goldstücke. Was? Du bist ebenso ein Schweinehund wie Hemmler. Na schön, ich bezahle. Soll das Gold dich ins Unglück stürzen? Vom Eiskalt ist doppelt abgezogen. Kann man hier nicht mal in Ruhe schlafen? Interesse an einem Stängel? Nein, lass mal. Das Zeug macht nur eine weiche Birne. Das ist nichts für mich. Okay, gut. Ich würde mal sagen, wir haben definitiv genug jetzt verkauft. Das ist unsere Bude, dann speichern wir. Wahrscheinlich das letzte Mal für heute. Also vom finalen Speichern im abgesehen. Und legen uns schlafen und hoffen drauf, dass hier jetzt gleich irgendwas Cooles passiert. Nächsten Morgen schlafen. Also es war noch nicht genug. Es war noch nicht genug. Müssen wir weiter gucken. Kann das nicht noch warten? Hi, ich bin Erlan. Haben sie dich auch erwischt? Oder bist du freiwillig hier? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Gute Entscheidung. Das hätte ich damals auch tun sollen. Was meinst du? Ich habe mich natürlich erstmal versteckt. Sie haben mich dann aber doch gekriegt. Als ich dann hier war, habe ich erkannt, dass das alles halb so schlimm ist. Der Orden sorgt für uns und bildet uns sogar aus. Wahrscheinlich ist der Orden das Beste, was mir passieren konnte. Einem hässlichen Wesen wie dir auf jeden Fall. Interesse an einem Stängelkraut? Nun, ich... lieber nicht. Hi, ich bin Jervis, Rekrut der Inquisition. Ich schätze, du bist nicht freiwillig hier. Da hast du wohl recht. Zwangsrekrutiert, auf Anordnung des Inquisitors. Willst du Kraut? Nein, gib das mal den anderen. Also wir haben doch eigentlich inzwischen fast mit genug geredet. Gib mir eine Flasche. Na klar. Aber noch mehr können wir einfach nicht. Pallas Wiesen. Was rauchen? Was? Du willst mir Brauke andrehen? Pass lieber auf, dass dich keiner erwischt, Kleiner. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Ich brauche eine schlechte Waffe. Ich brauche eine schlechte Waffe. Willst du mich beleidigen? Nein, ich meine es ernst. Du hast doch bestimmt eine schlechte Waffe. Ich habe nur gute Waffen.
Also hau ab, du Spinner. Aber es geht um Bronco. Ist mir egal. Hör zu, ich weiß, dass du ein guter Schmied bist. Ich bin ein hervorragender Schmied. Genau. Aber hast du nicht irgendein rostiges, altes Einzelstück, das du nur aus sentimentalen Gründen aufhebst? Naja, also, ich habe da noch ein Stück Stahl. Das hat ein tumber Lehrling vor 20 Jahren aus einer Bratpfanne zusammengeflickt. Klingt gut. Es lag jahrelang in einer Pfütze. Sehr gut. Es ist schwer, unhandlich und stumpf. Wahrscheinlich das schlechteste Schwert der Welt. Na, das passt auch perfekt. Das ist genau das, was ich suche. Kann ich es haben? Da du dich dafür begeistern kannst, sollst du es haben. Geil. Jetzt haben wir halt grottenschlechtes Zeug. Du hast die Jungs alle gut im Griff. Ich kann aus jedem von euch Bauern einen Krieger machen. Und das werde ich. Dafür braucht ihr keinen Stabkämpfer. Ihr braucht nur eine starke Hand, die euch führt. Und das bin ich. Wieso kämpfst du nicht mit dem Stab? Ich bin Schwertkämpfer. Wahrscheinlich der Beste auf dieser Insel. Tatsächlich? Worauf du einen lassen kannst. Mit einem Schwert schlage ich jeden von euch. Kannst du mich im Schwertkampf trainieren? Nein, ihr werdet mit dem Stab ausgebildet. Für dich gibt's keine Extra-Wurst. Aber ich glaube, du brauchst noch eine Extra-Runde in der Arena. Auf geht's. Ich warte dort auf dich. Ich hätte ihm das Feuerwasser geben müssen. Verdammt. Legen wir Schwert ab. Oder nehmen wir dem irgendwas grottenschlechtes. Schlechteste Schwert der Welt. War das da? Das Schild lassen wir weg. Und lass uns halt einfach vermöbeln. Jetzt gibt's ja auf, hau mich um. Kampf gegen Bronco. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir dein Gold nehme. Ich darf nicht mehr so viel Geld haben. So, also. Ich hätte ihm das Feuerwasser geben müssen. Na gut, man muss erstmal lernen. Einanbieten. Ich kann auch. Da. Und das. Hier kämpfst du nicht mit dem Stab. Das klappt ja noch geklappt. Ich bin. Und Feuerrausch. Aber nur solange du ein gutes Schwert hast. Ah, darauf kommt es nicht an. Ich könnte dich mit einem rostigen Schwert umhauen. Auch mit einem noch schlechteren Schwert? Ah, ich kann dich mit dem schlechtesten Schwert der Welt umhauen. Willst du es darauf ankommen lassen? Natürlich, du Wurm. Aber es könnte sehr peinlich für dich werden. Ich habe zufällig eins hier. Gib her. Hier, nimm mein Schwert, ich brauche es nicht mehr. Wenn du dumm genug bist, treffen wir uns in der Arena. Ich will wieder gegen dich antreten. Dann kriegst du jetzt noch eine Stunde. So, dann holen wir uns mal unser neues Schwert ab. Broncos Schwert, Schwertkampf plus 1. Ja, und dann nehmen wir das Vieh aus wie eine Weihnachtsgans. Wir hatten so viel Geld inzwischen geklaut. Jetzt gibt's was mit der Gruppe. Quest Erfolg. Nichts. Nichts zu holen. Gut, jetzt haben wir den endlich fertig. Haben wir wieder genug Gold. Wir hatten so viel abgenommen. Na, was sagst du jetzt? Darauf war ich nicht vorbereitet. Da steckt doch irgendein Trick dahinter. Wie konntest du gegen mich gewinnen? Hartes Training, das nun hoffentlich beendet ist. Na schön.
Meinetwegen geh zu Vitos. Du hältst sowieso nur die Rekruten vom Training ab. Gut. Und mit diesen Erkenntnissen... also Grat hat versucht, Benny mich anzurufen wegen Abendbeschäftigung. Passt ganz gut, weil an der Stelle wollte ich jetzt eh aufhören. Das ist ganz praktisch. Sieht richtig lecker aus. Und dann gehen wir jetzt zum Hof, geben unsere Quest noch ab. Warte mal, Tucker. Ja, von dem haben wir schon was. Was ist los? Onko. Rot. Und Remelvitus. Was wir bestimmt brauchen. Mein Training ist beendet. Das Training eines Kriegers endet nie. Vergiss das nicht. Jedoch darfst du dich nun deinen weiteren Aufgaben widmen. Vince wird dich durchlassen. Geh nun und vergiss nicht, auch weiterhin zu trainieren. Das werde ich nicht. So, von dem hier, ich meinen Kampfstil noch verbessern? Ich will meinen Kampfstil verbessern. Kein Problem. Kampfstab 3. Seitenschläge ausführen. Muss ein Fernkampf weiter. Unterrichte mich im Stabkampf. Um das ganze Potenzial deiner Waffe zu nutzen, musst du deine Kampftechnik verbessern. Bisher hast du deine Gegner immer direkt von vorne angegriffen. Wirklich gute Gegner werden solche Schläge einfach parieren und du vergeudest unnötig Kraft. Aber du kannst auch seitwärts schlagen. So kannst du den einen oder anderen Gegner überraschen. Kann ich auch Kombinationen schlagen? Du kannst den Schwung des ersten Schlages nutzen, um einen zweiten, stärkeren Seitenschlag zu führen. Oh, das wir alles lernen können. Gut, ja, wir müssen noch weiter Kraut verkaufen. Ich hoffe, wir treffen noch ein paar. Fred. Nein. Fass hier bloß nichts an. Automatisches Speichern. Wir werden oben dann noch ein paar verkaufen. Ein paar Sachen. Halt! Ich habe meine Ausbildung beendet. Nun lass mich vorbei. Dann ist dir von nun an Zugang zum oberen Bereich der Festung gewährt. Ja, das will ich aber auch mal meinen hier. Enzo. Aha. Willst du Braukraut kaufen? Nein, das interessiert mich nicht. Gut. Nicht mal so hübsch hier. Vor allem sehr, sehr zerstört alles. Naja. Aber... an dieser Stelle beenden wir jetzt echt diese Aufnahme sogar. Also nicht nur diese Folge, sondern diese Aufnahme, weil ich habe jetzt 2 Stunden lang gezockt und muss noch einiges im Haushalt noch machen heute. Ja, genau, deswegen speichern wir und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.